Gundula Schulze El-Dawi, Verwandlungen, fotografische Serie nach 1990 und Den letzten beißen die Hunde, eine Doppelausstellung im Kunstraum und im Mauermalmal des Deutschen Bundestages. Eröffnet von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse in Anwesenheit der Künstlerin. Anhand des Werkes Schulze El-Dawis lässt sich deutlich erkennen, welch große historische Zäsur die friedliche Revolution von 1989 bedeutete. Zwei Jahrzehnte später gerät bisweilen aus dem Blick, welch wirklich dramatische Zäsur das war. Die ganze Wucht der gesellschaftlichen Veränderungen, die die deutsche Einheit mit sich brachte, das Ende eines ganzen Systems, des Alltags, der Welt der Überzeugungen, vielleicht sogar der ästhetischen Doktrinen, wer weiß. Welche Chancen sich für den Einzelnen eröffneten, welche Entwicklungen ermöglicht wurden, die zuvor undenkbar erschienen. Gundula Schulze El-Dawi ist seit mehr als 4 Jahrzehnten Fotografin. Die Ausstellungen zeigen 2 Schaffensphasen der Erfurter Künstlerin. Hier schwarz-weiß Landschaftsaufnahmen bis 1989. Dort Werke, die nach dem Fall der Mauer entstanden sind. Farbige, fast malerische Arbeiten. Also ich habe die ersten Fotos von Frau Schulze El-Dawi in den 80er Jahren in der DDR gesehen. Schonungslose Fotografien, ehrliche Fotografien. Das genaue Gegenteil dessen, was in dieser DDR verlangt wurde. Beschönigung, pathetische Zustimmung. Das war ein veristischer Realismus in der Fotografie. Der Blick auf die einfachen Leute, die Verlierer, die Übersehenen oder diejenigen, die zu Helden stilisiert wurden, aber gar nicht Helden waren. Gundula Schulze El-Dawi verbrachte die Jahre nach der Wende auf weiten und langen Reisen, unter anderem in den USA, in Ägypten und in Südamerika. In New York entstand die Serie Spinning on My Heels, amerikanisches Straßenleben vermischt mit Werken klassischer Maler, etwa Tizians Gemälde der Venus in einem Schaufenster fotografiert. Im Glas des Fensters spiegeln sich Passanten, die amerikanische Gesellschaft. Istanbul, Konstantinopel und Byzanz. In frühchristlichen Kirchen fotografiert Gundula Schulze El-Dawi Heiligenbilder. Freigelegte Fresken und Mosaike, die sie vergrößern lässt und mit Blattgold belegt. Es entsteht eine Aura, die eigentlich nur von Ikonen bekannt ist. 14 Jahre hat sie daran gearbeitet, an neu interpretierten Bildern mit Gold als Lichtquelle. Es geht gar nicht so sehr um das Sichtbare, sondern eher um das Unsichtbare. Also gerade das, was man vielleicht fühlt und innerlich sieht, aber was äußerlich gar nicht zu sehen ist, was die Arbeiten nur auslösen. Ja, es geht also mehr um die Energie. Es sind eigentlich mehr energetische Bilder, die sich mehr durch die Ausstrahlung vermitteln als über den Inhalt. Alte und neue Werke, eine Künstlerin, 2 Handschriften, geprägt durch den Fall der Mauer 1989, Bilder bunt und schwarz-weiß. Es gibt eins, das eine Korrespondenz hat, und zwar eins aus dem alten Werk, das eine Korrespondenz hat zum heutigen. Und diese beiden sind mir wirklich ganz besonders wichtig, deswegen haben wir die auch als Großbilder von in die Ausstellung gehängt. Das sind die 2 Engel. Das eine ist ein kleines, verkleidetes Kind. Wunderbar trotziger Gesichtsausdruck, der irgendwie im Kostüm eines Engels steht. Und man hat sofort so eine Atmosphäre, wie der sich da bewegt. Das ist nicht Fasching, sondern der hat sich für die Fotografin angezogen, der will fotografiert werden. Und wir haben den gegenüber gehängt, schräg gegenüber zu dem Engel, der heilige Michael, der eine völlig andere Interpretation des Themas hat und trotzdem eine ganz ähnlich erhabene Ausstrahlung. Und die beiden so sprechend gegenüberzuhängen, hat natürlich auch ein Augenzwinkern. Ja? Da ist ein ganz irdisches, kleines Wesen, das trotzig behauptet, ich bin ein Engel. Und es gibt diese uralte Malerei, die wieder freigelegt ist und auf eine ganz stille Weise sagt, ich bin ein Engel. Und das berührt mich schon sehr. Berührend auch die vergrößerten Bilder vom Moskauer Ehrenfriedhof. Fotografien von Verstorbenen, jahrzehntelang hinter Glas, bei Eis und Frost. Es entsteht das Gefühl, die Toten als Lebendige zu sehen, hinter einer durchsichtigen Mauer, in einer anderen Welt und doch ganz nah.
Die Doppelausstellung im Kunstraum des Bundestages und im Mauermahnmal im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ist bis zum 11. Januar 2012 zu sehen. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es im Internet unter kunst-im-bundestag.de.